Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Stuttgarter Kickers gegen Halleschen FC. Endstand 1:0. Begrüßen möchte ich unsere Gäste aus Halle, Cheftrainer Sven Köhler. Auf Seiten der Kickers begrüße ich Cheftrainer Horst Steffen und ich begrüße auch alle Gäste, die im VIP-Bereich live zugeschaltet sind. Ja, Herr Köhler, Ihre kurze Analyse bitte. Ja, ich denke, wir haben eine sehr, sehr umkämpfte Partie gesehen gegen, oder aus unserer Sicht gegen eine Mannschaft, die natürlich diesen Aufwärtstrend, den sie eindeutig zumindest von den Leistungen her in den letzten Wochen nachgewiesen haben, auch in die notwendigen Punkte ummünzen wollten. Da glaube ich schon, dass es jeweils von der 15. bis zur 45. und von der, sage ich mal, 55. oder 60. Minute bis zur 90. eine umkämpfte Partie war, wo beide, sagen wir mal, viel investiert haben. Aber in jeweils den ersten 10, 15 Minuten beider Halbzeiten waren die Kickers die agilere Mannschaft, die bessere Mannschaft. Und deshalb haben sie am Ende auch das Spiel gewonnen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Sven Köhler. Frau Steffen, die Serie zu Hause hält an. 2 Tore zu wenig allerdings. Wie erklärt sich das? Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte. Wir haben zweite Halbzeit haben wir sicherlich Kontermöglichkeiten gehabt, aber ich sehe es genauso wie mein Kollege hier. Wir haben die erste Viertelstunde ganz gut angefangen. Dann war es ein umkämpftes Spiel, wo beide Mannschaften ja um jeden Meter gefightet haben. Es war nicht immer schön anzusehen, aber letztendlich ging es darum, wirklich 3 Punkte einzufahren für uns und nicht unbedingt schön zu spielen. Das ist gelungen. Wir haben das Führungstor gemacht, haben dann mit allen Mann wirklich gut verteidigt und hatten auch das Glück auf unserer Seite, dass dann auch mal der Ball, eine Kopfballverlängerung bei Markus Kraus landete, der den Ball dann sicher abfing. Hatten aber unsere Kontermöglichkeiten auch zweite Halbzeit. Wenn wir da ein bisschen einfacher spielen, ein bisschen klarer spielen, müssen wir nicht bis zum Schluss zittern. Ich kann der Mannschaft wieder ein Kompliment machen, was das Engagement, was die Bereitschaft anbelangt, war das ganz hervorragend. Und ja, ich bin froh über 3 Punkte. Und wie gesagt, wenn 2 Tore fehlen, ist das zu verschmerzen heute. Danke. Ja, vielen Dank, Horst Steffen. Ihre Fragen bitte. Kurzes Handzeichen, dann bekommen Sie ein Mikrofon. Schauen Sie mal vorne, Herr Henrich. Ja, was sagen Sie zur... Mikrofon, wir wollen alle hören, was Sie sagen. Was sagen Sie zur Premiere von Gerrit Müller? Ja, erstaunlich, wie der Gerrit sich präsentiert hat auf einer Position, die er so noch nicht gespielt hat. Denke ich, hat ein ganz hervorragendes Spiel für uns abgeliefert, hat unheimlich gut die Wege mitgemacht. Und wenn man bedenkt, wie lange der Gerrit nicht gespielt hat, muss ich sagen, ist das natürlich schon eine erstaunliche Leistung. Ich hatte den Eindruck im Training, dass er das leisten kann. Aber dass er das heute dann so abruft, wie er es getan hat, war doch schon erstaunlich. Bis zur 90. Minute, wenn ich ihn dann auf den Platz gelassen hätte, hatte er die Kraft. Und das für einen Spieler, der lange kein Spiel über 90 Minuten hatte, ist schon eine starke Leistung. Herr Köhler, ihr habt es ja dieses Jahr schon besser gemacht. Wenn ich jetzt auf die letzte Woche die 52 Minuten dazu nehme oder das Spiel in Rostock, was läuft zurzeit schief oder woran liegt es zurzeit, dass die Ergebnisse nicht stimmen? Ja gut, der Fußball ist immer ein enges Geschäft. Wenn ich die letzten 3 Spiele nehme, hat man Heimspiel, 2 Auswärtsspiele. Ich denke, das war in Rostock ähnlich wie hier diesen Fight vielleicht ein paar Minuten nicht so angenommen haben. Dann aber in dem Rostock-Spiel, wenn ich an den, sagen wir mal, Elfmeterpfiff denke, der hätte bei Sören Bertram kommen müssen, dann wäre auch ein 2-2 möglich gewesen. Wir haben gegen Darmstadt 1-0 geführt, haben ihnen dann selber sicher ein bisschen auf die Beine geholfen. So, das zeigt für mich, dass der Fußball sehr eng ist, dass es uns gelingen muss, in den Spielen 90 Minuten, sagen wir mal, das zu bringen, was wir heute vielleicht noch 60 gezeigt haben. Und ja, logischerweise, natürlich muss dann auch mal demnächst wieder ein Sieg her. So weit weg bin ich ja noch nie vom Fußball, dass ich das nicht weiß. Aber die Mannschaft hat das Potenzial und ich gehe davon aus, dass uns das auch gelingen wird, die Leistung auch wieder in gute Ergebnisse umzumünzen. Steffen, das Tor kam wie in Duisburg durch das Zusammenspiel Alvarez-Soriano zustande. Wie beurteilen Sie denn das Stummtor jetzt auch nach dem heutigen Spiel? Ja, es ist weiterhin so, dass beide Potenzial haben, Tore zu machen. Und das ist schon mal ein wichtiges Kriterium für unsere Stürmer. Beide haben es gut gemacht.
Ich erwarte von Ihnen weiterhin, dass Sie in der Defensive richtig mitarbeiten und unsere Verteidigung unterstützen. Das tun Sie auch weitestgehend. Insofern machen Sie eine gute Entwicklung. Und wie gesagt, die beiden Jungs sind immer für ein Tor gut. Egal wie gut sie spielen, haben sie immer die Möglichkeit, aus dem nächsten Mal wieder ein Tor zu machen. Und das ist für eine Mannschaft wie die Kickers sehr wichtig. Zwei Fragen. Ja, Herr Steffen, Stichwort Potenzial. Muss man sich dann um die Kickers bald keine Sorgen mehr machen, was den Abstiegskampf angeht, wenn man so anschaut, wie die Mannschaft spielt, wie sie immer besser ins Rollen kommt? Also wir sind immer noch unterm Strich und die Saison ist sehr lang. Also wir sind auf einem Weg, den wir eingeleitet haben, seitdem ich hier bin, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, wir entwickeln uns auch als Mannschaft besser. Aber wir haben noch genügend Dinge zu tun. Es ist immer noch Potenzial in der Mannschaft, was noch nicht ausgeschöpft ist. Insofern ist es meine Arbeit, das Potenzial vollends auszuschöpfen. Da habe ich genug mit zu tun. Und wie gesagt, in der Tabelle sind wir immer noch so, dass ich sage, wir brauchen jeden Punkt. Und hoffe, dass wir eben dann auch demnächst auswärts ein Dreier mal einfahren können. Zweite Frage. Bleibt mir nur noch der Hinweis, dass Sie auch nächstes Wochenende nicht auf Fußball der Stuttgarter Kickers verzichten müssen. Am Freitagabend um 18.30 Uhr gibt es ein Testspiel bei Sonnenhof Groß Asbach. Anstoß 18.30 Uhr. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen aus Halle eine gute Heimreise und Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.